Hier haben wir zum Beispiel Leder, Wolle, Federn haben wir hier auch, oder? Federn, Schneeball, Faden, da Federn, da oben. Ja gut, dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer, suchen uns schön ein bisschen Erde. Mal noch ganz kurz unten Erde wollte ich haben. So, ein Stack, das sollte reichen. Und dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Genau, und dann klatschen wir hier alles zu. Was man nicht braucht. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Da hätte ich aber anders gehen müssen. So. Alter. So, ich sehe es überhaupt nicht, wo ich was hinklatsch. So. Ich hoffe mal, dass es das jetzt ist. Weil ich sehe es hier auch, also ich sehe es jetzt mitten in der Aufnahme nicht, ob es stimmt, was ich hier tue. Das ist das Schlimme. Ich sehe es einfach nicht. Ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es reicht, was ich hier so mache. Ist ja so gesehen nicht endgültig, also. Achso, ich hab. Ich wundere mich gerade. Hä, warum geht denn das nicht? So. Okay, warum ist da eigentlich noch so ein Überhang? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Warum ist da noch so ein Überhang? So, jetzt sind wir mal hier unten. Den Scheiß müssen wir alles zuklatschen. Und das fangen wir jetzt auch direkt an. Das Zack. Zack, zack, zack. Jetzt können wir hier natürlich ein bisschen frivol noch sein und hier noch was hinstellen. Dann haben wir nämlich den Raum auch und das wird so ein Hubverteiler, würde ich mal sagen. Also ich möchte den eigentlich als Hubverteiler haben. Habe ich auch noch ein Riesenloch drinnen. Ja, da muss ich mal schauen. Das kommt jetzt dann alles noch halt hier. Schauen wir mal, wie es da drin ausschaut.
Oh, wir hätten jetzt noch 24 Stück. Können jetzt mal die vier reinwerfen. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Ist natürlich alles saublöd, wenn da nichts ist. Aber ist schon wieder dieses komische Geräusch. Zack, wir klatschen die da noch dazu und verbraten mal das da noch. Dann machen wir mal die Etage hier mal das Gröbste zu. So. So. Nicht mehr allzu viele Löcher im Boden sind. Hier ist zu. Hier hinten machen wir jetzt zu. Da machen wir zu. Da drüben müsste zu sein. Hier können wir zu machen. Jetzt haben wir noch einen Stein. Komm. Zack. So. Dann haben wir das schon mal soweit einigermaßen fertig. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, was oben geht. Oben sind wir eigentlich relativ gut bedeckt. Essen müssen wir mal ein bisschen was. Spitzhacken habe ich das letzte Mal relativ gut aufgebraucht. Fällt mir gerade so ein. Aber was soll's? Spitzhacken sind aufgebraucht, habe ich gesagt. Und es wird dunkel. Ja, dann gehen wir halt wieder schlafen. Was soll's? Wie jetzt seit der 100. Folge Minecraft auch gemerkt habt, ich habe den Sound, also ich arbeite an dem Soundproblem. Was aber wiederum immer noch ist, oder was jetzt dafür aufgetreten ist, ist ein anderes Problem mit, ja, wie sagt man jetzt am dümmsten, ja, das andere Problem ist mit der Länge, wie ich aufnehmen kann. Das ging bei dem alten Rechner gut, bei dem neuen geht es jetzt nicht gut. Das liegt aber an dem Rechner, weil der einfach nicht die Leistung hat. So. So, dann schießen wir das weg. Machen wir das Hammelfleisch noch. Warten wir mal ganz kurz. Das Soundproblem wird jetzt immer besser. Das mit dem Aufnahmeproblem, da muss ich jetzt mir dann einen leistungsstärkeren Rechner irgendwann zulegen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und was mir auffällt, so wie ich dran sitze, ist es für die Facecam scheiße. Aber mein Gott, so ist es halt im Leben. So, wir haben hier Lapis Lazuli, wir haben unsere Karte, wir haben Gold, wir haben eine schöne Spitzhacke, wir haben Sand, wir haben Kies und wir haben Holz. Ja, wir haben viel von viel, aber was wir brauchen mehr Holz für das, was wir jetzt dann anstreben. Da ist Lava drin. Deswegen Eichensetzlinge, gehen wir mal Bäume pflanzen. Weil für das, was jetzt dann ansteht, brauchen wir Bäume, und zwar viel Bäume. Und die werden wir dann auch alle fällen. Ist ja logisch. Das könnte ich eigentlich auch mal zumachen, diese Höhle vor unserer Nase.
Wir haben jetzt 8 Level, das heißt, wir können jetzt dann auch schön nochmal gucken in unserem Baum. Wir müssen Bücher bekommen. Oh, da wollte ich noch was mit Erde zuklatschen, fällt mir gerade so ein, ja. Aber wir lassen hier natürlich auch schon was am Leben, aber aktuell mache ich jetzt mal 1, 2, 3. Das müsste ein großer Baum werden dann. Also das hat schon jetzt einen speziellen Grund, warum ich jetzt hier gerade ein bisschen Bäume pflanze und so. Es ist zwar mir nicht ganz logisch, warum ich so viel hier pflanze, aber ist doch egal. Wir brauchen Bäume und dementsprechend haben wir jetzt ein bisschen was gepflanzt. Wir könnten das mit Knochenmehl alles beschleunigen und so, aber nee, du lass mal. Und da haben wir Wolle, schwarze Wolle. Und zum Beispiel wieder Fleisch ist natürlich saublöd. Ich weiß gar nicht, wo ich dahin mit dem Zeug, ey. Ich brauche jetzt dann hier bald nochmal eine Truhe. Nee, ich jag jetzt nicht das Schwein. Brauchst du dir gar nicht einbilden. Und ich will so ein Ozelot haben. Dazu brauchen wir Fischis. Aber ich weiß nicht, wo meine Angel ist. Wo ist meine Angel? Feuerzeug? Federn. Namensschild? Sattel. Feuersteine? Schleimball, gar. Ich hatte irgendwo eine Angel, das weiß ich. Und schauen wir halt mal unten. Wir müssen eh noch mehr Truhen bauen. Weil das mal hier ein bisschen. Da ist gar nichts drin, das ist immer gut. Dass wir hier ein bisschen. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. So, und jetzt nochmal, wo ist meine Angel? Oder ist sie oben bei den Waffen? Wäre schon sehr strange, wenn ich eine Angel zu den Waffen tue. Bogen, Pfeile, Enderperle. Nö. Hier ist nichts. Ja gut, dann müssen wir jetzt mal schauen. Wir müssen den Keller jetzt noch fertig machen. Sollte ja jetzt funktionieren. Das sollte jetzt eigentlich soweit, ja, kein Problem mehr darstellen, dass wir den Keller fertig machen. So. Und damit ist der Keller weitestgehend fertig. Genau. Das war's mit dem Keller dann. Das heißt, wir gehen jetzt auf die nächste Etage. Weil Keller, wenn Keller fertig ist, wir brauchen keinen Keller mehr. Und ich hätte da noch genug Steine gehabt. Blöd. Egal, das ist alles halb so wild. Da ist unser. Boah, man sieht unser Baumhaus relativ gut. Das wird lustig. Gut, wenn man das gut sieht, schauen wir mal hier. Karotten.
Und wir müssen...